Was ist das? Parasit, Stofffaser oder Morgellons? Hast du schon mal was von Morgellons gehört? Oder manchmal wird es auch Morgellon gesagt. Wir sind hier real. Ich habe dieses Wort noch niemals gehört, in keiner Vorlesung oder sonst irgendwas. Ich habe es mir gerade auf YouTube nochmal angeguckt, weil dieses Wort kannte ich nicht, das medizinische Phänomen schon. Das heißt, ich werde während des Videos, auch wenn es ein ernstes Thema ist, alle möglichen Sprachvarianten von Morgellonen ausprobieren. Und wenn du aber auch seriösen medizinischen Content haben willst, dann folg mir, dann kriegst du nämlich auch mal ein paar seriöse Videos. Das ist hoffentlich seriös jetzt, aber halt auch normalerweise lustig und ich kann die Sachen richtig aussprechen. So, los geht's. Die Morgellonen sind seit Ewigkeiten ein Mysterium in der Medizin und kriegt immer mal wieder Aufmerksamkeitsschübe, ja? Zum Letzten beispielsweise in der Corona-Pandemie. Da sind nämlich Videos kursiert, in denen die Wattestäbchen oder Schutzmasken unter Mikroskop gezeigt wurden, wo dann solche schwarzen Fäden zum Beispiel zu sehen waren. Von diesen Fäden wurden dann zum Teil behauptet, dass es solche Morgellons sein könnten. Spoiler vorab, die untersucht wurden und was bekannt ist, waren das aber einfach nur Stofffasern. Und genau das ist quasi gerade der Punkt bei den Morgellon-Geschichte. Es soll hierbei um kleine Lebewesen gehen, die unter oder auf der Haut leben. Die Patienten, die das bisher hatten, die sind davon ausgegangen, dass sie solche Morgellonen haben. Die berichteten unter anderem von Juckreiz, von so einem Gefühl, von Kribbeln, von Krabbeln unter der Haut, Kratzspuren und unter anderem Hautirritation. Diese Lebewesen sollen dann auch aus der Haut bzw. aus den aufgekratzten Hautstellen kommen. So, und bei dieser Symptomatik ist jetzt schon wichtig, dass man andere Haut oder auch andere Erkrankungen tatsächlich ausschließt. Ja, das ist ganz häufig so, dass man erstmal versucht, Sachen auszuschließen, die wirklich lebensgefährlich sein können. Da haben wir in der Medizin, das hast du vielleicht auch schon mitbekommen, häufig so diesen Empathiefehler, dass wenn dich etwas nicht umbringt, dann ist das für einen Arzt nicht mehr so wichtig. Als Beispiel, du kommst jetzt rein, Brustschmerz und ich denke mir, boah, Herzinfarkt oder irgendwie eines von den Top 5 Dingen, die dich umbringen, die sind ausgeschlossen. Dann denke ich, ach ja, okay, ist ja nicht so schlimm. Aber für dich ist das total quälend, weil es subjektiv für dich quälend ist. Das ist ein Riesenproblem in der Medizin, aber das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Ja, wenn du da mal was zu wissen willst, dann kannst du mir das gerne kommentieren. Aber nochmal kurz, es ist wichtig, dass man halt andere Erkrankungen ausschließt, weil es gibt ja zum Beispiel sowas wie Krätzmilben, die unter der Haut zum Beispiel Eier legen. Und wenn dann andere Erkrankungen und Ursachen für diese Symptome ausgeschlossen werden, dann bleibt natürlich schon die Frage, was da jetzt hintersteckt. Weil gerade, dass die Symptomatik auf solche Lebewesen zurückgehen soll, ist durchaus umstritten. In der Medizin und Wissenschaft gibt es da verschiedene Ansätze. Manche sagen zum Beispiel, dass die Morgellons eine Variante des Dermatozoon-Wahns sind. Da glaubt man, dass Lebewesen in oder auf der Haut existieren. Andere gehen davon aus, dass tatsächlich so etwas wie Fäden in der Haut auftreten. Hier wird Morgellon über Spirochäteninfektionen erklärt oder auch mit der Lyme-Borreliose in Verbindung gebracht. Spirochäten sind zum Beispiel sehr lange Bakterien. Die Studienlage ist da also nicht ganz klar. Bisher wird aber hierbei vermehrt von einer psychischen Erkrankung gesprochen. Ich erinnere mich da an einen der gruseligsten Filme, den ich jemals gesehen habe. Da könnte ich mir den nochmal angucken, ob es sich um diese Krankheit handeln könnte. Nämlich Black Swan. Tipp, guck ihn nicht. Ich kriege da sofort irgendwelche Paralysen, wenn ich jemanden sehe im Spiegelbild, der was anderes macht als ich. Ja, das ist einfach voll gruselig, aber Natalie Portman, ultra cool. Und die hatte, glaube ich, auch vermutlich eine Form von, das müsste ich aber jetzt nochmal genau sehen. Ich meine, die hatte auch dieses Gefühl, dass sie irgendwie was hätte und was sie müsste sich denn rausziehen. Und dabei hat sie sich halt aufgekratzt. Das war wahrscheinlich aber noch kombiniert mit einer anderen psychischen Erkrankung. Aber zurück vielleicht nochmal zu den Fasern, ja, von denen manche Betroffene berichten, dass die aus ihrer Haut kommen oder auf ihrer Haut sind. Also von denen dann gedacht wird, dass es Morgellonen sind. Genau das muss und kann man ja dann auch klären, ja, was das genau ist. Bei einigen Untersuchungen von solchen Fasern hat man festgestellt, dass es zum Beispiel Zellulose ist. Das ist der Hauptbestandteil von pflanzlichen Zellwänden und wird zum Beispiel in Baumwolle oder Leinen eingesetzt. Also erstmal kein eigenständiges Lebewesen. Dass solche Fasern an der Haut sind, ist erstmal nicht untypisch. Schließlich haben wir ja Klamotten an. Und gerade bei so offenen, gekratzten Stellen können da auch Stofffasern gut hängen bzw. kleben bleiben, wenn das blutet oder so suppt. Und wenn man sich jetzt solche Fasern mit dem Mikroskop anschaut, dann kann das von der Form, gerade für Laien, die dann keine detaillierten Untersuchungen machen, so aussehen, als wären das vielleicht Lebewesen, so wurmartig. Und bei manchen, gerade von so kursierenden Videos, sieht man auch, dass die sich bewegen. Aber auch das muss nicht direkt Anzeichen von einem Lebewesen sein, weil sich auch solche Stoff- oder Pflanzenfasern unter dem Mikroskop bewegen. Auch dafür gibt es Erklärungen. Zum Beispiel
Luft, Flüssigkeit oder elektrostatische Aufladung. Immer elektrostatische Aufladung, das finde ich, klingt schon immer ein bisschen nach Lost und mysteriös und so. Aber du kennst sie zum Beispiel vom Luftballon mit den Haaren, wenn durch die Reibung einfach elektrisch aufgeladen wird und die Haare fliegen. Also du siehst, dass es in der Medizin auch so manche Mysterien gibt, die aber echt spannend sind. In diesem Sinne, ich hoffe, du entschuldigst mir ein bisschen das Rumgealber mit dem Wort, weil die Patienten, das muss ich nochmal sagen, die dann solche, so einen Dermatozoonwahn haben oder so, die haben schon sehr großen Leidensdruck. Das will ich natürlich jetzt nicht irgendwie lustig finden. Ganz im Gegenteil, das Wort an sich, okay, vielleicht schon ein bisschen lustig, aber natürlich darf man nicht über die Menschen lachen. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Lass gerne einen Kommentar da und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder.